Maria Oppenheim sagt, Klangfarben werden sinnlich erfahren und in Rhythmus, Form und Farbe umgesetzt. Diese Regeln ziehen immer wieder neuen Klangskulpturen an. Flanieren zwischen Tönen und Farbharmonien wird die Konzentration wechselseitig gesteigert. Dynamisch wechselnd zwischen Führen und Geführt werden, brechen die beiden Künstler Maria Oppenheim und Dieter Kuhr gemeinsam auf, ohne genaues Wissen über das Wie und Wohin. Die unverabredete Übereinkunft ist die Grundstimmung des improvisatorischen Ablaufs. Die künstlerische Sinngebung entsteht aus der emotionalen Präsenz von Malerin und dem Klarinettisten.